Am Valentinstag erwartete die Nutzerinnen und Nutzer des Warnow-Tunnels in Rostock eine bunte Überraschung, denn die Warnow-Querung GmbH verteilte an jeden Mit- und Beifahrer eine Rose. 2500 Blumen wurden so seit 8 Uhr morgens verteilt. Organisiert hat die Aktion Robert Markfeld, Marketingreferent bei der Warnow-Querung GmbH. Seit mehreren Jahren schon gibt es diese Aktion, um sich bei den Nutzern zu bedanken. Wir wollen den Autofahrern da natürlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern, ihnen was zurückgeben. Und das ist eine kleine schöne Geste, so sehen wir das, den Autofahrern, wenn sie hier durchfahren, so ein kleines Dankeschön entgegenzubringen. Und der Valentinstag ist da natürlich sehr viel geeignet und das ist eine schöne Geste. Starke Unterstützung gab es von verschiedenen Rostocker Sportvereinen. Insgesamt kamen 10 Helferinnen und Helfer der Rostock Griffins, den Rostock Buccaneers und dem Trizak Rostock, um alle Spuren der Querung zu besetzen. Auch Maskottchen Oskar Otter übergab die Rosen an die Durchfahrer. So startete der Valentinstag mit einer freudigen Überraschung.